Zwei Männer im Krieg. Ein Aggressor, ein Verteidiger. Erbitterte Gegner. Wladimir Putin will die Ukraine unterwerfen, überfällt das Land entgegen allen Erwartungen. Wir haben uns in einem Punkt geirrt, und zwar in der Tatsache, dass Wladimir Putin bereit ist, für seine Ziele eine massive Schädigung auch seiner eigenen Interessen in Kauf zu nehmen. Volodymyr Selenskyj dagegen ist in kürzester Zeit das Gesicht des Widerstands in der Ukraine geworden. Якщо чесно, багато з нас боявся те, що Зеленський не витримає виклику. Schauplatz des Kampfes ist die Ukraine. Doch die Dimensionen dieses Krieges gehen weit darüber hinaus. Путін не ведет війну з Україною. В його розумінні. Путін ведет війну з проектом антиросія, який розвертується на території України Западом. Der blutige Konflikt hält die Welt in Atem. Wie haben die beiden Präsidenten diesen Krieg geprägt? Und wie haben die vergangenen Monate jeden von ihnen verändert? Der russische Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 löst weltweit Entsetzen aus. Wladimir Putin erteilt den Befehl und stellt den Angriff als unausweichlich dar. Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей. Die Ukraine hat er vorher wochenlang militärisch bedroht, ohne mit Präsident Selenskyj zu sprechen. Before the war began, he was negotiating with the Americans, with NATO, he was talking to the French and the Germans. He wasn't talking to the Ukrainians, because part of the narrative is that they're puppets. They dance to a Western tune. Trotz aller Gespräche beginnt Putin den Krieg, den er militärische Spezialoperation nennt, mit einer Lüge. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации. Ever since Putin came to power more than 20 years ago, he's really mastered the art of propaganda. And this talk of denazification about the Nazi regime in Kiev is purely tailored to his domestic audience. Звісно, це дурня повна, тому що у нас, вибачте, президент єврей. Über Jahre hat Putin den Westen abhängig gemacht von russischem Gas und Öl. Und mit vielen Staats- und Regierungschefs Vereinbarungen geschlossen. Doch aus seiner Ablehnung westlicher Werte und Demokratie hat Wladimir Putin nie ein Geheimnis gemacht. Перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это понравится? Partly, you can say that he just came to distrust the West because he thought the West claimed to be interested in a rules-based order, but in the end changed the rules to suit themselves. Matt would certainly use the invasion of Iraq as an example of that. Daraus leitet Putin für sich das Recht ab, seine Interessen durchzusetzen, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. Wenn wir auf Wladimir Putin schauen, so müssen wir festhalten, dass wir es mit einem KGB-Offizier zu tun haben, der darin ausgebildet ist und geprägt ist, in bestimmten Kategorien zu denken, nämlich die Welt im Wesentlichen in Verschwörungen zu betrachten, in Angriffen auf seine Macht, Bedrohungen seines Landes, seiner Macht, und dass er sich dagegen wehren muss. Es ist Putins Rechtfertigung für den Krieg.
Anders als der langjährige Herrscher im Kreml ist der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky vor dem Krieg international kaum bekannt. Für Putin ist er ein Niemand. Zelensky для Путина это фигура, которая поставлена, поддерживается Западом. Это фигура, которая не имеет никакого самостоятельного мнения и полностью зависит от западных сил. Wenige Stunden vor der russischen Invasion unternimmt Zelensky einen letzten Versuch, sich Gehör zu verschaffen. Über die sozialen Medien spricht er direkt zu den Menschen in Russland, auf Russisch. Мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины, наши лица. Von da an tritt der Präsident nur noch im Armee-Outfit auf, auch vor seinen Verbündeten. Якщо ви, шановні європейські лідери, шановні світові лідери, лідери свободного світу, якщо ви нам сьогодні не допоможете, якщо ви потужно не допоможете Україні, то завтра війна постукає в ваші двері. Quasi über Nacht wird Präsident Zelensky weltbekannt. His great strength from day one has been as a communicator, not only to his own people, but importantly to the rest of the world. Putins Strategien und Weltsicht sind schon seit längerem bekannt. Im Juli 2021 veröffentlichte er einen ausführlichen Essay. Die Hauptthese darin: Russen und Ukrainer seien ein Volk. Коли Путін говорить про те, що українці і росіяни – це один народ, він має на увазі не те, що росіяни є українцями, а те, що українці є росіянами. Тобто він намагається знищити цю ідентичність, нашу ідентичність, нашу відмінність, наше право на відмінність в головах. Putin actually had this view that Ukraine was part of Russia almost from the very, very beginning. Putin wirft der Sowjetunion vor, das Russische Reich zerstört zu haben. He said they cut up the country into republics that didn't exist before. And he basically saw that communism was the ideology that had failed, the idea of Russian Empire. Zugleich sieht Putin Russland durch westliche Mächte bedroht. Die NATO-Osterweiterung hätte aus seiner Sicht nie stattfinden dürfen. Doch so eindeutig ist die historische Sachlage nicht. Als die zweite Runde der NATO-Erweiterung abgeschlossen ist, steht, das ist glaube ich 2004 in einer Pressekonferenz, Wladimir Putin neben dem deutschen Bundeskanzler in Moskau und sagt ausdrücklich: Die Ausdehnung der NATO bedroht nicht die Sicherheit der Russischen Föderation. Aber um jetzt ein Argument für diesen Krieg zu finden, wird diese alte Geschichte ausgekramt, die NATO mit ihren paar Soldaten an der Ostgrenze bedrohe die Sicherheit Russlands. Nach dem Überfall auf die Ukraine sieht das Drehbuch des Kreml etwas anderes als einen schnellen Sieg nicht vor. Die Erfahrungen der zurückliegenden Jahre erfüllen Putin mit Zuversicht. Als er 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert, erscheint die Ukraine komplett wehrlos. Ihre Verbündeten halten sich zurück. Да, конечно, были введены санкции, но потом тихонечко-тихонечко Путин понял, что для Запада хорошие взаимоотношения со страной, богатой нефтью и газом, важнее, чем все остальные так называемые европейские ценности. Putin ist auch die Macht hinter den russischen Separatisten, die in der Ostukraine die Gebiete Luhansk und Donetsk kontrollieren. Drei Tage vor der Invasion im Februar 2022 unterzeichnet Putin ein Dekret zur Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken. Putin war совершенно убежден, что Запад все это скушает, проглотит, и он будет делать то, что он захочет.
Putin rechnet mit einem raschen Sieg. Glaubt, die Ukrainer würden auf ihre Befreiung warten. Il va permettre que le plan militaire va être basé sur une hypothèse de victoire en 4 jours parce qu'elle était cohérente par rapport à son présupposé idéologique et il y croit vraiment. I think the whole problem with the build up to the war was Putin's isolation, his working with a few like-minded courtiers. They reinforced each other, and they're all come from the spy networks, so they have that sort of mentality. He didn't consult with the limited number of Ukrainian experts that there are in the Kremlin. Putins Gegenspieler Selenskyj scheint in vielerlei Hinsicht wie ein Gegenentwurf zum russischen Präsidenten. Дуже важливо, що Зеленський молодий порівняно з Путіним. У владі в Україні зараз 40-літні люди, люди мого покоління. Люди, яким під час розпаду СРСР було 10, 11, 12, можливо, 15 років. І тому з ним можна говорити на рівних. Це дуже важливо. Зеленскійs Weg in das Präsidentenamt ist außergewöhnlich. Ein Komiker und Schauspieler, der in der Serienrolle eines fiktiven Präsidenten berühmt wird. Selenskyjs Präsidentschaftskampagne wird von dem Oligarchen und Medienmogul Ihor Kolomoyskyj finanziert, einem Mann, der der Korruption beschuldigt wird. Kolomoyskyjs Unterstützung für Selenskyj und dessen Fernsehpopularität verhelfen ihm bei den Wahlen im April 2019 zum Erfolg. Ich habe in einem letzten Gespräch, das ich mit Wladimir Putin im Juni 2019 hatte, ausdrücklich auch über Wladimir Selenskyj gesprochen. Und seine Antwort kam sozusagen wie aus der Pistole geschossen. Abfällig über Wladimir Selenskyj. Und dann kam, wir sprachen Deutsch, ein Ausdruck, den ich hier nicht wiederholen will. Das heißt, die Sicht war ganz klar, es ist an dem jungen Mann im Nachbarland, auf uns zuzugehen. Wie käme das große Russland dazu, sich um so jemand anderen zu bemühen? Mit Beginn der Invasion nimmt Selenskyj eine neue Rolle an. Die Führungsrolle als Präsident im Krieg. Selenskyj beherrscht den großen Auftritt. Er versteht, wie man Menschen emotional berührt. Und anders als Putin weiß er, die sozialen Medien für sich zu nutzen. Selenskyj führt auch mit dem Smartphone. Я тут. Ніяку зброю ми не складемо. Будемо захищати нашу державу. Ну і ми бачили одразу за його переродженням, як він себе почав вести, як він почав говорити, як він почав виглядати. Почав виглядати реально як лідер країни, яка воює. Doch es wird befürchtet, Selenskyj könne von russischen Kräften gefangen oder getötet werden. Die USA bieten an, den Präsidenten auszufliegen. Selenskyjs Antwort: Ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit. І можливо, оце усвідомлення того, що тебе можуть кожен день вбити, кожну годину, і штовхало Зеленського до того, що він демонстрував мужність і кидав виклик тим, хто його хотів убити. Путіns Hoffnungen auf einen Blitzsieg über die Ukraine erfüllen sich nicht. Он рассчитывал на то, что как только российский солдат пересечет границу Украины, режим Зеленского падет. Украинская армия здесь же сложит оружие, россиян встретят с цветами. Im Norden, Süden und Osten der Ukraine stoßen Putins Truppen voran. Die Hauptstadt Kiew fällt aber nicht. Selenskyj bleibt im Land. Zum ersten Mal erscheint Putin als Taktiker, der Fehler macht. Он сам не знал, что делать. Он не знал, почему так происходит. Он не понимал, почему не сработало все так, как, в принципе, ожидалось.
Mentally, he was looked very pained. He was very pale. We saw various shots of him with his defense minister gripping the table. He looked like he was ill. In Russland warten weitere Schwierigkeiten auf Putin. Trotz breiten Zuspruchs lehnen viele den Krieg ab. Und anders als bei Selenskyj richten sich Putins Botschaften auch gegen sein Volk. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. I don't believe Putin has ever used the words cleansing of society and detoxification ever before in the 22, 23 years of his presidency. It's something we hadn't heard from him before, and it really is a sign of his insecurity. Während Putin Schwäche zeigt, nutzt Selenskyj die internationale Bühne, um der Welt vor Augen zu führen, was seinem Land widerfährt. Seine Reden sind emotional und zweckgerichtet. Selenskyj beschwört die Fähigkeit der Ukraine zur Selbstverteidigung und fordert zugleich internationale Waffenhilfe. Ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рівними, такими самими, як ви. If you look at his individual messages to various parliaments, he's addressed every one of them is tailored, everyone has had some research has gone into them, so that they hit the right notes. They don't always hit the right notes, sometimes they can be a bit off, but by and large, it's been a very effective performance. Der Westen reagiert mit Waffen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland. Вот, если бы Запад не начал поставлять вооружение и поддерживать украинские власти, то, конечно, Россия победила бы в войне в считанные недели. Selenskyjs Botschaften sollen nicht nur Politiker erreichen. Er sucht auch eine andere Zuhörerschaft und findet sie. Greetings, Glastonbury. The festival resumes this year after a two-year break. Im Sommer tritt Selenskyj virtuell auf den Bühnen von Film- und Musikfestivals auf der ganzen Welt auf. Prove that freedom always wins. Thank you. Я думаю, що Зеленський розраховував на велику підтримку світу, в тому числі і тих, хто робить музичний контент, тих, хто робить фільми. Ну, зрозуміло, що творчі люди мають дуже великий вплив на іноземні аудиторії. Іноземні аудиторії обирають собі політиків. І ці великі аудиторії можуть сказати, давати зброю Україні чи не давати зброю. In der frühen Phase des Krieges muss Selenskyj erst in seine neue Rolle hineinwachsen. Soll er mit Putin einen Kompromiss aushandeln? Die Grenzen seines Landes neu ziehen? I think Selenskyj was prepared to talk to Putin certainly before the war and quite well into the war. Indeed, he was always challenging Putin to a conversation until I think a point was reached when he didn't think it made any sense anymore. And Putin didn't want to talk to Selenskyj because that would in a way confer legitimacy on Selenskyj.
Im April entscheidet Selenskyj, nicht mehr auf Gespräche oder Verhandlungen zu setzen. Der Grund: In den Orten, die Putins Truppen beim Vorstoß auf Kiew vorübergehend besetzt hatten, gibt es unübersehbare Zeichen von Kriegsverbrechen. Selenskyj besucht die Orte und zeigt sich erschüttert. Nach Bekanntwerden der russischen Gräueltaten spricht Selenskyj vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Das ständige Mitglied Russland dürfe nicht ungestraft davonkommen für das, was er als die schrecklichsten Kriegsverbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Або усунути Росію як агресора і джерело війни, відблокування рішень щодо її ж агресії. Її ж війни. І тоді зробити все, що може встановити мир. Або покажіть, як можна переформуватись і працювати реально заради миру. Або, якщо ваш чинний формат безальтернативний і виходу просто немає, то далі тільки саморозпуск. Russlands Delegation gibt sich ungerührt. Но вы видели только то, что вам хотели показать. Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок в той версии событий, которые продвигают украинские и западные СМИ. Wie der brutale Krieg, den Wladimir Putin in Russland gegen die Ukraine führt, international gesehen wird, ist der russischen Führung meines Erachtens herzlich egal. I think, like many sort of bullies, he assumes others have got a rather transactional view of the world, and that they can always be persuaded to give up on something because, in the end, it's not worth it to them. What does Ukraine matter to France and Germany and the UK in the end, when their own economy and well-being of their citizens is at stake? Selenskyj reagiert per Videobotschaft. Великий народе, великої України. Am 9. Mai attackiert er Putin direkt aus Kiew. Das Video wird nur wenige Stunden vor Russlands Feier zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland veröffentlicht. Für den Präsidenten hat Selenskyj nur Spott übrig. Той, хто вже повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію, копіює все, що робили вони. Він приречений, бо проклятий мільйонами предків, коли почав наслідувати їхнього вбивцю, а тому втратить все. People talk as if only Russia fought the Nazis, Ukraine fought the Nazis as well in the same war. So it was quite natural for Zelensky to go back to the meaning of the war that ended in 1945. I think by this time you're starting to get a feel of the sort of genocidal aspect of the Russian project, not in the sense of mass murder, but of trying to eliminate Ukrainian identity replace everything Ukrainian with Russian, whether it's currency, language, or whatever. Doch der ukrainische Präsident hat nicht nur die Aufmerksamkeit des Westens. Der Krieg hat Selenskyj eine Art Heimvorteil verschafft. Er ist sichtbar. Jeden Abend wendet er sich persönlich an sein Volk. Насправді ніхто сьогодні не може передбачити, як довго буде ця війна. Але ми робимо все для того, щоб можна було звільнити нашу землю швидко. Саме в цьому наш пріоритет. Кожного дня працювати так, щоб війна була коротша. Я думаю, що найсильніша риса Зеленського – це якраз зменшення дистанції між ним та народом. Тобто він максимально зменшує дистанцію між лідером та нацією. І це радикальна відмінність з Путіним, тому що Путін радикально збільшує цю дистанцію. Можемо навіть візуально це побачити. Зеленський ist so beliebt wie nie zuvor.
Doch könnte diese Ein-Mann-Show zur Gefahr werden? Я думаю, що справді нормальне політичне життя в Україні заморожено, і це може мати дуже погані наслідки. Seit Kriegsbeginn sind alle wichtigen ukrainischen TV-Kanäle in einem Nachrichtenprogramm, dem sogenannten TV-Marathon, vereint. Oppositionsnahe Sender wurden geschlossen. Kritiker warnen vor dem neuen Mediengesetz, das dem Präsidenten zu viel Macht einräumen würde. Ми не маємо звичних політичних ток-шоу, де відбувається, власне, конкуренція ідей. І якщо немає цього політичного процесу в медіа, то його не буде в реальності. Отже, у Зеленського не буде конкурентів. І я думаю, що навіть в часи війни це погано. Україні треба залишатися демократією навіть в часи війни. Selenskys Versuch, die Presse zu kontrollieren, erscheint jedoch harmlos im Vergleich zu dem, was in Russland passiert. Hier hat Putin Bestimmungen in Kraft gesetzt, die jede Kritik am Krieg verstummen lassen sollen. Selbst der Begriff Krieg wird verboten. Journalisten müssen Putins Spezialoperation unterstützen oder mit drastischen Strafen und mit Inhaftierung rechnen. Огромное число, сотни и сотни журналистов покинули страну. Честно говоря, я пыталась их остановить, потому что мне казалось, что очень важно оказать сопротивление тому, что происходит. Ein interner Machtkampf bleibt Zelensky erspart. Der Krieg hat die Macht der ukrainischen Oligarchen geschwächt. Zu sehr sind diese damit beschäftigt, ihr eigenes Vermögen zu schützen, anstatt Einfluss auf die ukrainische Politik zu nehmen. Selenskyj hat sich von seinem früheren Gönner Ihor Kolomoyskyj distanziert, dem Mann, der seinen Weg an die Spitze finanziert hat. Der Präsident hat eine weiße Weste. Das zumindest will er seinem Volk vermitteln. Я б не хотів, щоб з нашою перемогою над Росією ми б дізнавалися якісь неприємні факти, наприклад, використання міжнародних донорських грошей українськими чиновниками, за що буде в будь-якому разі відповідати Зеленський. Я хочу, щоб він достойний був того, що в цей непростий час він був на чолі української держави. Nach Wochen blutiger Kämpfe gelingt Putins Truppen die Einnahme der Großstadt Mariupol, einer strategisch wichtigen Hafenstadt im Südosten der Ukraine. Putin kann sich jetzt rühmen, dass Russland ein Fünftel des ukrainischen Territoriums kontrolliert. And then we started hearing that Putin very much believed that Russia would be able to take the east and that the west would cave. He began to focus on this so-called war of attrition in which the Ukrainian army would eventually get exhausted. And most of all, he was counting on Western resilience starting to crack, the Western unity starting to crack, because he really did believe that the West was not going to continue to fund Ukraine to the tune of $7 billion a month. Putins Rechnung geht nicht auf. Im September startet die Ukraine eine überwältigende Gegenoffensive im nordöstlichen Gebiet Kharkiv. In der ersten Septemberhälfte erobern Selenskys Truppen 8000 Quadratkilometer zurück. Selenskyj besucht die befreite Region und gratuliert seinen Truppen. The main thing that not me here, our soldiers here. That is a very important thing. It supports people. I see how people
meet them. That is, you know, very sensitive moment. Aufnahmen, wie man sie von Zelenskys Gegner kaum sieht. I think the fact that Putin never visits the front line, that he hasn't actually really kind of visited his troops apart from these very carefully choreographed, selectly carefully chosen group of troops, is a sign just how fearful he is for his own safety. He knows he can't risk essentially being out in the open. Die Freude über die ukrainischen Erfolge wird jedoch getrübt, als neue Beweise für weitere russische Kriegsverbrechen auftauchen. In der Stadt Izium sollen hunderte Einwohner gefoltert und getötet worden sein. Auf einem Gipfeltreffen in Usbekistan muss Putin sich gegenüber Chinas Präsident Xi Jinping erklären. Der Gipfel liefert noch mehr unglückliche Bilder für den Kreml-Chef. Die Gesprächspartner lassen Putin warten. For him it has to be a great humiliation that after years of keeping other world leaders waiting for him, sometimes for hours on end for meetings, now he's on the receiving end of this treatment and it's really testimony to his diminished stature. Indiens Premier Narendra Modi tadelt ihn beim gleichen Treffen öffentlich für seinen Angriff auf die Ukraine. У России не осталось никаких союзников в мире, и поддержка, значит, лидера Китая и лидера Индии для него были очень важны. И тут оба лидера, оба автократа публично сказали, что они этой войне совершенно не рады. Так что да, это, конечно, была пощечина такая Путину. Путин hat noch ein anderes Problem. Er braucht mehr Soldaten. Und muss eine Teilmobilmachung ausrufen. Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. 300.000 russische Reservisten werden neu eingezogen. Путин совершенно не хотел проводить никакую мобилизацию, потому что на протяжении как минимум 6-7 месяцев войны вся идея заключалась в том, что армия ведет войну где-то там в Украине, а большая часть русских ничего не знает. Когда он объявил мобилизацию, он принес войну в Россию, в каждый дом. Откуда стали забирать братьев, мужей, сыновей и отцов. Die Verantwortung für die Mobilisierung schiebt Putin ab. В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Plötzlich geht es nicht mehr darum, die Ukraine zu unterwerfen oder nicht mehr nur, sondern es geht darum, Russland zu schützen. Mit der umfassenden Propaganda und den Instrumenten, die er in der Hand hat, kann er das der Bevölkerung immer wieder verkaufen. Dazu gehört auch die Androhung atomarer Gewalt. Seit Monaten halten russische Truppen das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja besetzt, Europas größte atomare Anlage. 6 Reaktoren unmittelbar an der Frontlinie. Und Putin selbst denkt offen über den Einsatz von Atomwaffen nach. Это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать,
что роза ветров может развернуться и в их сторону. Putin used the nuclear threat from day one. I mean, he's been perfectly clear that he's practicing deterrence to stop NATO getting directly engaged on Ukraine's behalf. This is why there's no-fly zone with American aircraft over Ukraine, because it works. The American administration has made it clear that one of its objectives is to avoid nuclear escalation, and that very clearly means no Western forces fight side by side with the Ukrainians. In that sense, nuclear deterrence has worked. Im Herbst spricht Zelensky per Videoschalte vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, attackiert erneut seinen Gegner. Ukraine wants peace. Europe wants peace. The world wants peace. And we have seen who is the only one who wants war. There is only one entity among all UN member states who would say now, if he could interrupt my speech, that he's happy with this war, with his war. Zelensky stellt auch seinen Plan zur Beendigung des Krieges mit Russland vor, erfordert mehr Waffenhilfe und von Russland die Rückgabe aller besetzten ukrainischen Gebiete. Russia will be forced to end this war. The war, it has started. I rule out that the settlement can happen on a different basis than the Ukrainian peace formula. Це була дуже потужна, як на мене, промова, коли він говорив, чому Україна хоче повернути свої території. Це ж не питання ресурсів, це питання в тому, що на кожній окупованій території ми знаємо, що відбуваються акти геноциду і воєнних злочинів. He stuck to his message, which is we need support. You must give us support. And he hasn't relented on that. But he never suggested doubt about the ability of Ukraine to prevail. And that's been important because the ability to sustain that international support has depended on confidence that if this support will be worthwhile, that it will all work out well in the end. Als Reaktion auf die ukrainische Offensive finden in den vier besetzten Gebieten Donetsk und Luhansk, Saporischja und Cherson Volksabstimmungen über einen Beitritt zu Russland statt. Die Referenden sind jedoch nicht repräsentativ, da fast die gesamte ukrainische Bevölkerung vor Ort geflohen ist. Die Ergebnisse sind wie erwartet. Alle vier Regionen stimmen für einen Anschluss an Russland. International anerkannt wird das Ergebnis nur von vier Ländern, darunter Putins Verbündete, Nordkorea und Belarus. In Moskau dann ein Fahnenmeer für die Annexion. Putin lässt die neuen russischen Gebiete feiern. Für ihn ein wichtiger Sieg. Набрали воздуха и по моей команде на счет три. Раз, два, три. Ура! 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 Schon am Tag nach der Feier wendet Putin sich wieder einem seiner Lieblingsthemen zu, der angeblichen Verkommenheit des Westens. Диктатура западных элит направлена против всех обществ. Такое полное отрицание человека, неспровержение веры и традиционных ценностей. Подавление свободы приобретает черты религии наоборот, откровенного сатанизма. Of course, he has a monopoly over the country's media, over TV. So, of course, a certain part of the population is going to probably believe this, because they do see the war in terms of a religious war almost. But
This is only going to appeal to the most backward parts of the population. Die Landgewinne und die Hetze gegen den Westen können die zunehmenden Schwächen auf dem Schlachtfeld nicht verschleiern. An seinem 70. Geburtstag im Oktober ernennt Putin einen neuen Kommandeur für die russischen Truppen in der Ukraine, General Sergei Surowikin. Nicht einmal 4 Monate wird er auf seinem Posten bleiben. Insgesamt ist mein Eindruck, dass dieser Krieg unverändert von einem Mann bestimmt wird, und das ist der russische Präsident. Das russische Militär ist weiter Vollzugsgehilfe seiner Pläne. Am selben Tag erhält Putin einen Vorwand zur militärischen Eskalation. Russlands Kertschbrücke zur Krim-Halbinsel wird von Raketen getroffen. Für Putin ein terroristischer Akt der Ukraine gegen sein Vorzeigeprojekt. So the Kerch Bridge attack was clearly an embarrassment. He was clearly annoyed by it because the Kerch Bridge had been his project. And it's actually quite important to, if you want to keep Crimea going. Zwei Tage nach dem Angriff lässt Putin zurückschlagen. Quer durch die Ukraine schlagen Raketen ein, auch im Zentrum von Kiew. Putin will die Moral der ukrainischen Bevölkerung brechen. But I think that had been prepared for some time. I don't think you could just turn that on that quickly. So I think that was already part of the plan, but it certainly gave him a pretext. Selenskyj seinerseits klagt den russischen Terrorismus an und ruft seine Verbündeten dazu auf, die Raketenangriffe zu verdammen, die für die Bevölkerung zunehmend Kriegsroutine werden. Українці, українки, ранок важкий, спеціально обрали такий час, такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Putin gibt sich weiter unbeeindruckt und behauptet, die Ukraine bereite eine schmutzige Bombe vor. Готовит какой-то инцидент с так называемой грязной бомбой. Это же просто сделать. Мы даже знаем, где примерно это делается. Bombe sale, mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez faire avec une bombe sale? Si vous êtes ukrainien, et bien entendu, si vous faites ce genre d'allégation, au bout d'un certain temps, il faut quand même commencer à apporter des éléments de preuve. Mais il ne s'agit pas d'apporter des éléments de preuve. Il s'agit encore une fois de distraire, de faire de la diversion. La diversion est à l'école du KGB une discipline. And in fact, it was quite a dangerous claim because some feared that this could mean that Russia itself, or that Putin himself, was preparing a provocation that he would prepare a dirty, he was preparing a dirty bomb, which he would then blame on the Ukrainians. Fortunately for all of us, the West can now quite clearly see through these tactics. So essentially, Putin's bluff was called, and thankfully, nothing happened. Putin signalisiert, er sei bereit für Verhandlungen, aber nicht mit Selenskyj. Er will Gespräche nur mit dem Westen. Для Путина Запад – это США. Для него нет Европы в геополитическом смысле. Ни Франция, ни Германия не представляют собой сегодня, по крайней мере, полноценных субъектов геополитического процесса. Они все находятся под влиянием Соединенных Штатов, поэтому, когда речь заходит о том, с кем разговаривать, то для Путина вопрос имеет однозначный ответ с Вашингтоном. Doch die schlechten Nachrichten für den Kreml reißen nicht ab. Im November muss Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu den Truppenabzug aus der südukrainischen Stadt Cherson verkünden, ohne Putin.
Das ist die Tradition der russischen Geschichte, dass der Zar von lauter am Ende vielleicht untüchtigen oder korrupten oder unfähigen Beratern und Vollzugsgehilfen umgeben ist, denen alle Schuld am Ende zuzuweisen ist und man immer sagen kann, ja, wenn der Zar das gewusst hätte. Und der Zar ist doch eigentlich gut. Das merkt man die ganze Zeit, dass dieses Bild sozusagen immer weiter gesponnen wird und dass er deswegen größtmöglich versucht, nicht unmittelbar mit besonders negativen Nachrichten in Verbindung gebracht zu werden. Das erkennen wir hier deutlich. Slava Ukraine! Slava Nazie! Dann erreichen Selenskys Truppen das südukrainische Cherson. Zwei Tage später besucht der Präsident die Stadt. You see the reaction of the people. I think that is the answer. We are not preparing the reaction of the people. People waited for Ukrainian army, for our soldiers, for all of us. We are going forward. We are ready for peace, but our peace for our country. Putins Antwort bleibt aus. Um den Präsidenten ist es stiller geworden. Putin canceled his annual press conference this year and his annual State of the Union address because he's running out of ideas. And the fact that he did have to cancel the annual State of the Union address means that he didn't have a plan to present, because every year, you know, he speaks to Parliament and he presents the agenda for the year ahead. And now he doesn't have a plan. Am Ende des Jahres 2022 sind die Opferzahlen immens. Die USA schätzen, dass auf beiden Seiten jeweils weit über 100.000 Soldaten getötet oder verwundet wurden. Russland und die Ukraine halten sich aus Sicherheitsgründen mit Angaben zu ihren Verlusten zurück. Nach UN-Angaben beläuft sich die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge auf fast 8 Millionen. Ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht. Putin stimmt in seiner Neujahrsansprache Russland auf einen langen Krieg ein. Западные элиты годами лицемерно заверяли всех нас в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению тяжелейшего конфликта на Донбассе. На деле же всемирно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса. It was very much indicating a kind of a militarization of society when you're giving your New Year's address against such a backdrop. There's only really one conclusion that you can make. And it was just a sign again that Putin doesn't know when it's going to end, and he's calling on the Russians essentially to shoulder the hardships, which no doubt are coming. Putin denkt nicht daran, nachzugeben. Über einen Waffenstillstand will er erst verhandeln, wenn die völkerrechtswidrig annektierten Gebiete anerkannt werden. Das wird die Ukraine nicht akzeptieren. Welche Chance gibt es also, diesen Krieg zu beenden? Können Russland und die Ukraine einen Kompromiss finden? It may be at some point there's a ceasefire, which leaves it in charge of an incoherent part of Ukrainian territory where forces happen to be. But there's no evidence that Ukrainians are ever going to accept that. So on the one hand, Putin can't win on any terms which he's described. On the other hand, he can't admit defeat, because admitting defeat means there's a reckoning. Wie fest sitzt Putin noch im Sattel? Bröckelt seine Macht?
So he's really in a very fragile situation. And for the first time ever in his entire presidency, and I've been reporting on Putin for all these 23 years, people are talking openly about who will succeed him, what could come next. Es ist nicht auszuschließen, dass in der Führung, und da schaue ich selber vor allem auf das Militär, die zu dem Schluss kommen, das ist so zu Russlands Nachteil, das bringt uns so wenig Vorteil, lass uns den Präsidenten auswechseln. Während der einst unantastbare Präsident Putin Schwächen zeigt, hat Präsident Selenskyj die Erwartungen mehr als erfüllt. Wir sind bereit, für das zu kämpfen. Ось чому кожен з нас тут. Я тут, ми тут, ви тут, всі тут. Ми всі – це Україна. Те, як він говорить з народом, те, як він вдягається, те, як він веде себе, ну, показує, що я один із вас. Але, скоріше, не як ваш лідер, а як людина, яка в чомусь втілює в собі все те, що робить нація, що робить суспільство. Es liegt auch an Selenskyj, dass sein Land geeinter erscheint als jemals zuvor. Ми не будемо виходити на бунти, як розраховує Путін, і протестувати проти Зеленського, тому що Зеленський і ми – це єдина команда, яка бореться з Російською Федерацією. Selenskyj und Putin. Verhandlungen, sagen beide, werde es nicht geben, solange der jeweils andere noch im Amt ist. Für Diplomatie scheint es im Moment keinen Raum zu geben. Düstere Aussichten also für einen Frieden. Ob Putin das Ziel seiner Aggression erreicht oder Selenskyj sein Land erfolgreich verteidigen kann, dieser Krieg wird das Schicksal Russlands und der Ukraine, aber auch die künftige Ordnung der Welt auf Jahre bestimmen.